wenn sich so ein Jahr dem Ende neigt, dann muss man Unerledigtes natürlich noch irgendwie fertig machen. Wir haben hier wochenlang gesessen, den goldenen Umberto in unserer verzweifelten Hand. Und haben gesagt, Kevin Großkreutz, du hast so brilliert in der Mentors-Werbung. Wir möchten, dass du diesen Preis hier dir in die Vitrine stellst. Das ist der wichtigste Medienpreis dieses Landes. Und er wollte ihn nicht haben. Vielleicht hat er einfach nur den Weg nicht gefunden hierher. Wir wissen das nicht genau. Aber wir haben das Ding selber in die Hand genommen. Ja, und sind nach Dortmund gefahren zum Trainingsgelände mit, sagen wir mal, am Rande der Legalität, aber einem geilen Plan in der Tasche. Dr. Kevin Großkreutz, hat er den Umberto? Und wenn ja, auf einer Skala von 1 bis Toastbrot, wie intelligent hat er geguckt dabei? Los geht's! Heute ist ein großer Tag. Heute wird etwas zu Ende gebracht, was einst ganz harmlos begann. Mit einem pfiffigen Werbespot für Kaubonbons. Da bleibt man die komplette Halbzeit mit cool. Diese schauspielerische Premiumleistung wurde von unserer Show mit nicht weniger belohnt als dem goldenen Umberto. Alles, was Kevin Großkreutz hätte tun müssen, war, den goldenen Umberto abzuholen. Kevin Großkreutz, wir sitzen hier und haben diesen goldenen Umberto für dich. Doch Kevin Großkreutz kam nicht. So schnell geben wir nicht auf. Wir befinden uns hier in einem Hotel in Dortmund und wir werden Kevin Großkreutz den goldenen Umberto übergeben. Den Preis, den er nie wollte. Doch es gibt ein Problem. Das Trainingsgelände von Borussia Dortmund ist ein abgesperrter Bereich. Niemand ohne Erlaubnis darf das Gelände betreten. Und nachdem es für den BVB sportlich in letzter Zeit nicht gut läuft, hat sogar die Presse im Moment keinen Zutritt. Alle öffentlichen Trainings wurden abgesagt. Es ist also fast unmöglich, an Kevin Großkreutz ranzukommen. Doch wir haben einen perfekten Plan. Hallo, ich bin's, Kloppo. Es gibt nur eine Chance, den Umberto zu übergeben. Vor dem Champions-League-Spiel des BVB schleusen wir Joko getarnt als Jürgen Klopp auf das Trainingsgelände. Doch selbst die perfekteste Illusion muss vorher erprobt werden. Geht das so als Kloppo? Ich bin mir noch so ein bisschen unschlüssig, ob das outfitmäßig. Beide Daumen hoch. Gesicht auch, Bart, alles. Du siehst genauso aus wie Jürgen Klopp. Aber um dir zu helfen, in die Rolle zu finden, habe ich jetzt noch mal ein bisschen was vorbereitet. Wir trainieren jetzt erstmal, bevor wir da direkt hinfahren. Ne? Was machen wir? Ja, wirst du schon sehen. So, Joko, wir haben da vorne eine Bühne aufgebaut, ne? Da kannst du mal einen Schwenk erzählen. Aus, wie es war bei der Champions League, ne? Auch mal wir sind in Dortmund, klar, ist ohne die private Seite von Jürgen Klopp. Ja klar, hier muss das, if you can make it here, you can make it everywhere. Du willst, dass ich jetzt da hochgehe? Ja, jetzt? Was willst du, soll ich dich anmoderieren? Dann komm, mach's dir selber. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, mein Name ist. Hallo, mein Name ist Jürgen Klopp, Trainer vom BVB, falls jemand das nicht weiß. Ja. Ladies and Gentlemen, ich bin heute hier. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen und die Mannschaft sitzt im Bus, wartet auf mich Richtung Flughafen. Ich habe jetzt aber hier noch so ein halbes Stündchen Zeit und werde für euch da sein. So, ich bin hier vorne, ihr seid da vorne. Wer kann die Säge am besten? Jürgen? Ich mach mal das Mikrofon weg, das ist einfach nur, ich kenne das gar nicht mit dem Mikrofon. Ich habe ja so ein lautes Organ, ich mache das ja an der Seitenlinie auch immer das. Guck mal hier! Mats, da hinten, da musst du rum! Rum, musst du da! Marco! Marco, aufmerksam! Ich schäme mich schon. Das ganze Team schämt sich, alle schämen sich. So, wo? Ich sag dir, das wird was, ne? Stell mal hier, mach da mal die Lücke zu, mach mal da die Lücke zu! Komm, Leute, komm. Links rüber, der ist doch frei. Spiel ihn an. Also, ihr merkt schon, ich kenne mich aus mit dem Fußball. Und ich will einfach nur das Beste für unsere Stadt hier, ne? Denn wir sind Dortmund. Ne? Wer ist Dortmund? Ja. Ich bin raus, euer Jürgen Klopp. Dann lass jetzt mal keine Zeit mehr verlieren, weil wir sollten dann jetzt mal zum Trainingsgelände. Und gucken, wenn wir den Umberto... Wir den Umberto anmanteln. Warum denn wir? Was soll ich denn da? Sie verarschen, warum bist du denn hier? Ja, du bist Kloppo. Was soll ich denn spielen da? Kloppos Tochter oder was? Kopf. Klopp. Ich habe auch noch andere Hobbys als Joko Winterscheid, ne? So.
Also müssen wir ja zu peinlich. Wir haben gut gespielt, wir haben die entscheidenden Tore gemacht, wir haben gewonnen. Hey, ich bin's, Joko. Ich bin auf dem Weg zum Trainingsgelände jetzt. Alleine allerdings. Klaas hat mich im Stich gelassen. Du, sag mal, du hast gesagt, du würdest mir unter Umständen helfen, wenn ich noch Hilfe brauche. Steht das Angebot? Ich weiß nicht, wenn du jetzt gerade Zeit hättest, vielleicht kann man sich noch mal kurz vorher sehen. Dann kannst du mir noch ein paar Infos rüberschieben. Ah, ich glaube, der steht da. Das ist unser Informant. Gut? Ich würde sagen, nicht so. Also, meinst du nicht? Ausgeklappt, siehst du nicht. Aber es reicht, um drauf zu kommen. Alter, du stellst dir das ein bisschen leicht vor. Das ist schon geschlossen. Wenn ich so aussehe und da drauf will, dann... Als erstes Mal ist es Champions League, dann wird er wahrscheinlich im Anzug kommen, nicht im Trainingsanzug. Aber ach. Aber du weißt, dass er einen weißen Insignia fährt und nicht schwarz. Da geht's nein. Ja schon mal los. Jetzt wirklich? Du musst dir so vorstellen, da steht halt der Ordner am Tor und der kennt Kloppo auch seit seinem ersten Tag und alle mit Handschlag. Also wenn du ihn auf dem falschen Fuß erwischt, dann ja, nimmst du mir nicht übel. Aber ich werde da nicht mit reinfahren, weil... Du kommst jetzt nicht mit rein? Lieber nicht. Ich werde damit nichts zu och, tun Leute, haben. Och Leute, ihr könnt mich doch jetzt nicht alle im Stich lassen. Na gut. Hey. Toi, toi, toi. Der hat mich gerade derbe entmutigt, der Obermoja, ne? Was der gerade alles gesagt hat, das wird nichts, ne? Sind wir schon da? Ja, wir sind schon da. Okay, jetzt ist es hier. Oh Gott, da vorne muss ich drauf? Hier links, links. Und wenn ich drauf bin, wo? Rechts. Morgen! Morgen! Okay. Warte, nee, ich muss rein, wir haben hier gleich Abfahrt. Nein. Du erkennst wieder. Klopp, Jürgen. Nix, kommt gar nicht in Frage. Wir müssen noch nach Marseille fliegen, ich muss noch mit der Mannschaft mit. Nein, du kannst jetzt das Tor nicht zumachen. Nix, warte, aber... Ruf den Klopp an, der ist da. Der Klopp ist schon da. Wie soll der denn schon da sein, wenn er hier im Auto sitzt? Dann bleibst du draußen, wenn er das ist. Ich bin es doch. Ja, ist gut. Ist doch keine Rolle, wenn man hier kommt, keiner rein. Aber ich bin es. Ist doch keine Rolle. Ja, guck mal, aber wenn ich den hier mache, ne? Dann ist doch, daran sollte man doch erkennen, dass ich der Echte bin. Der da drin ist, das ist ein Betrüger. Wir sind ein Betrüger aufgesessen. Ich bin kein Betrüger aufgesessen. Doch. Wenn der echte Kloppo, ne? Hier, wenn ich mich freue, wenn ein Tor gefallen ist. Ist das so? Ich bin der Kloppo. Ja, ist doch gut. Dann fliegen die ohne mich nach Marseille, okay? Dann fliegen die ohne mich nach Marseille. Wenn du verantworten kannst, dass ihr rausfliegt, wir rausfliegen natürlich. Scheiße.